Ja, ich denke, der muss heute dran glauben. Ich habe gerade schon mit jemandem gesprochen. Ihr habt, also ein paar Leute in den Kommentaren haben sich gewünscht, bezüglich überfluteten Autos mal ein Video zu machen. Mache ich jetzt. Habe gerade schon ein bisschen rumtelefoniert. Ich kann das Auto schlecht in der Elbe versenken. Nachvollziehbar, ne? Die Trockenlegungsarbeiten wären dann doch etwas umfangreicher. Ja. Ich habe mich an die Freiwillige Feuerwehr gewendet und glaube, der telefoniert jetzt gerade mal ein bisschen durch. Ich glaube, der gute Mann hat dann die Idee, wie man da möglichst viel Wasser reinkriegt in das Auto. Den Motor überflute ich. Ich kipp den voll mit Wasser. Ja. Das, was im Allgemeinen vollgekippt wird, wenn die Fahrzeuge unter Wasser stehen. Öl, definitiv unter Wasser. Die Ansaugung, definitiv unter Wasser, klar. Ergo, das kriegen wir hin, auch simuliert. Ja, wird jetzt weniger Schlamm sein. Aber letztendlich ist Schlamm auch nur ein Hochdruckreiniger mehr. Hochdruckreiniger, Nasssauger. Dann kriegt man das hin. Wie gesagt, ich habe diese Fahrzeuge früher selbst gekauft. Wenn bei Wasserrohrbrüchen Tiefgaragen vollgelaufen sind. Ich habe da einen Bekannten bei der Versicherung gehabt. Das klappte ganz gut. Und man hat ja auch alle wieder auf die Straße gekriegt. Ne? Das ist ein Irrglaube, dass die Fahrzeuge danach komplett tot sind. Ne? Das, okay, bei Überflutungen, dass die Dinger Beulen haben oder eine Heckscheibe kaputt ist, geschenkt. Wenn bei einem Golf die Heckscheibe kaputt ist, scheiß drauf, dann machst du eine neue Klappe drauf mit einer anderen Heckscheibe. Die Dinger sind zonnenweise. Das ist nicht automatisch ein Totalschaden. Nicht erzählen lassen, dass eure Autos, soweit sie eigenermaßen unbeschädigt sind, dass sie ein Schrott sind. Das funktioniert durchaus noch. Die sind nicht kaputt. Das ist eine Sache, wann mache ich das? Wann hole ich das Wasser da raus? Wenn das Ding dann ja mit Wasser im Motor stehen bleibt, könnte das Ding in die Tonne treten, klar. Aber 2, 3, 4 Tage, eine Woche, interessiert den Motor nicht. Dieser Motor hier hat weit über 200.000 Kilometer runter. Springt eh schon schlecht an, den kennt ihr aus meinen Videos. Wegen irgendeinem Sensor, denke ich. Und ja, das Auto fährt, wie gesagt. Kriege keine Papiere für das Ding. Egal, geht eh auf den Schrott. Dann werde ich diesen Wagen jetzt nehmen und werde dieses Überflutungsvideo machen. Mal sehen, was gleich der Rückruf ergibt. Bis später. Ja, nun kann ich bei der Freiwilligen Feuerwehr natürlich nicht erwarten, dass sie sofort hier angerannt kommt. Das sind alles Leute, die arbeiten. Das ist ein Ehrenamt. Ja, das nächste Problem. Ich muss jetzt weg. Ja. Ich werde das mal einblenden. Ich habe eine Anzeige gesehen bei eBay Kleinanzeigen. Schönes Auto. Kaputt. Billig. Und deswegen geht das jetzt los. Nach Schleswig-Holstein. Ich werde euch das Fahrzeug, wie gesagt, gleich mal einblenden. Wir sehen uns dann gleich wieder beim Fahrzeug. Die ich mehr oder weniger schon habe. So, der Skoda Fabia ist vom Grundzug her ein Polo. Ne? Der Astra, der am Mittwoch kommt, es kommt ein neuer Astra, mit
Frontschaden, naja, Frontseitenschaden in Silbermetallic nachvollziehbar, oder? Bei Geländewagen, Land Rover, klar. Ja. Gleichteilepolitik macht's halt. Deshalb auch Seat Arosa, VW Lupo und sowas, ne? VW Polo. Das ist die Gleichteile-Geschichte. Nur Seat Ibiza, da lasse ich ernsthaft die Finger davon weg, sonst habe ich die Dinger nämlich ewig. Wir haben von den Dingern schon einige verschenkt an Fahranfänger. Das macht keinen Sinn, die Dinger kauft kein Mensch. Nicht nachzuvollziehen, das ist genau das gleiche Auto. Man kommt damit von A nach B. Ja. Peugeot 206 ist mir jetzt angeboten worden von einem Abonnenten. Auch sehr interessant. Werde mich in Kürze melden, aber wie ihr seht, wir sind ziemlich viel unterwegs. Das muss alles irgendwo untergebracht werden. Wie gesagt, das ist nicht unsere Haupteinnahmequelle, das ist ein Hobby. Okay, ich melde mich gleich vom Auto wieder. So, da sind wir denn in Neustadt, in Holstein. Das ist er, ein 2002er Fabia. 123.000 Kilometer runter circa. Er fuhr gerade noch so eben hoch. Ja, die Diagnose ist ziemlich eindeutig. Er hat Öl im Wasser und Wasser im Öl. Hat aber eine funktionierende Klimaanlage. Hat noch TÜV bis September. Funktionierende Klimaanlage haben wir. Elektrische Spiegel haben wir, elektrische Fensterheber haben wir. Funktioniert alles. Müssen wir mal eben gucken, ob das Ding, was er noch an Ausstattung hat. Nichts. So, was haben wir denn hier? Wir haben wahrscheinlich keine Ahnung, was er noch hat. Moment, mal gucken. Ah ja, wir haben einen Bordcomputer. Wir haben 24 Grad. Ja. Okay. Wie viel Reichweite haben wir noch? 300 Kilometer. Ich hoffe, dass er ein bisschen mehr hat. Sitzheizung haben wir auch. Ne? Die Blende hier oben ist da. Das ist gut. Haben wir ein Scheckheft. Was haben wir hier? Einen Serviceplan haben wir hier. Offensichtlich in Leipzig zuerst ausgeliefert. Ah ja. 45.000 bei 74.000. Bei 74.000 ist die Wartung ausgestiegen. Wir haben jetzt 123.000. Jetzt habe ich gerade Quark erzählt. Ne? 123.000 darunter. Klimaanlage läuft. Springt jetzt nicht an. Kein Strom. Mit der üblichen Vorwählung, wie man vom Polo kennt. Ja, ist also sehr gut ausgestattet, der Wagen. Wie gesagt, die Klimaanlage läuft. Wasser im Öl, Öl im Wasser. Ja. Reifen sind recht neu. Nichts. Ja, Friedestein. Neue Reifen. Rundrum. Was sind das für welche? Das sind wenigstens mal Ganzjahresreifen. Ja, sind sie. Ja, ansonsten, wie gesagt, TÜV noch bis September. Kann man mit leben, denke ich. Fährt auch ganz normal, aber wie gesagt, der wird nicht lange fahren. Deswegen habe ich ihn sehr, sehr, sehr schnell angemacht und sehr, sehr, sehr schnell hier hochgefahren. Ja, das ist... So, die verschwinden jetzt. Twingo, ich mag die Dinger. Ja. Ja, wie gesagt, die üblichen Verschmutzungen, ne, das ist einfach normal. Manche Sachen kippen einfach mal um. Die Hutablage fehlt. Ja, der Schnapper vom Tankdeckel hat eine Macke, auch kein Ding. Seitenairbags haben wir. Sieht halt nicht besonders schön aus, muss er auch nicht. Ne, dafür war er ja sehr billig. Ein Scherzpreis. Ja. Nee, ist insgesamt ein schickes Ding. Kopfstützen hinten haben wir auch. Ja, der wird jemandem noch viel Freude bereiten. Jetzt bringen wir das Ding erstmal nach Hause.
Steht schon ein paar Tage. Ne? Kein Ding. So, Rampen rein, ab nach Hause. Ist das nicht schön? Gerade wieder zurück auf der Autobahn. Stau. Unfall. Ist das schön. Dann habe ich auch gleich die Gelegenheit, die wunderbare Landschaft Schleswig-Holsteins einzufangen. Gegend. Die können das hier auch. Die natürliche Naturform Norddeutschlands. Gegend. Ja, das ist halt so. Ja. Und ja. Ich habe Hunger. So, jetzt haben wir ihn zu Hause. Ich lade ihn nochmal eben schnell ab. Dann sehen wir weiter. Ordentlich dreckig. Aber was auf jeden Fall funktioniert, was selten ist, naja. Ja. Eine funktionierende Zentralverriegelung mit Funk. Bin begeistert. Ah, Sitzhöhenverstellung haben wir auch noch. Hier ist Tankklappe, Kofferraum. Ja, wie gesagt, da hat einer richtig angekreuzt. Normalerweise sind Fabias eigentlich eher nackig. Ja, da ist gar nichts in der Batterie. Okay. Motorhaube ist auf, Spenderbatterie hängt auch da dran. Wir reden hier von einem sehr heimtückischen Motorschaden. Kein Scherz, der Wagen hat einen Motorschaden. Kleinen Moment. Auf das erste Hinhören nicht wirklich zu merken. Ne? Gut, er klappert. Was machen die alle? Licht an. Wie man jetzt hier vorne drin sieht, glaube der Skoda Fabia ist ein 6Y. Das bedeutet, er ist noch verwandt mit dem 6N Polo. Ich könnte mich auch irren, dass das ein 9N schon ist. Ich muss gleich noch mal gucken, mit wem der jetzt genau verwandt ist. Der Motor hat nichts mit VW zu tun. Gar nichts. Das ist ein sehr, 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 sehr alter Bekannter. Aus den Skoda-Modellen vor VW. Gab es auch als 1-Liter-Maschine, das ist ein 1,4er jetzt, gab es auch als 1-Liter-Maschine, das ist der Motorkennbuchstabe AHT im Lupo. Auch eine Skoda-Maschine. Ja, das mit dem Öldruck oder sowas in der Richtung, er läuft. Er läuft auch vernünftig. Nur lange wird er das nicht tun. Kleinen Moment. Haube. Ja. So. So. Wollen wir mal gucken. So, jetzt hat er genug Öldruck. Jetzt ist das Tackern weg. Ne? Wie gesagt, das ist ein sehr heimtückischer Motorschaden. Beziehungsweise, jetzt ist es noch ein Defekt. Wir haben zweimal elektrische Fensterheber. Vernünftig funktionierendes elektrisches Schiebedach. Mit Vorwahl. Funktioniert doch alles. Klimaanlage. Ja, sofort eiskalt das Ding. Wir haben jetzt 24 Grad draußen. Hier ist richtig kalt, was da rauskommt. Sehr gut. Also ich habe 200 Euro für das Auto bezahlt. Jetzt wollen wir mal gucken. Wo sind wir hier? Das ist der rechte Außenspiegel. Da ist die Heizung.
Wie das funktionieren soll, weiß ich auch noch nicht so ganz genau. Ah ja. Okay. Ich bin beeindruckt. Ja, 123.000 Kilometer runter. Läuft vernünftig. Aber er fährt. Einzige Fehlermeldung, die er hatte. Der Motor, also dieser Schaden wirkt sich nicht auf Fehlermeldungen etc. aus. Einzige Fehlermeldung war die Drosselklappe, aber die Drosselklappe ist bei VW eigentlich fast immer drin. Aber wie komme ich jetzt hier raus? Ach, ist das eng. Jo. Fährt sich gut. So in Schrittgeschwindigkeit. Elektrische Servolenkung macht auch keinen Ärger, auch selten. Man hört sie surren. Wo haben wir das Licht? Ah, Licht geht auch. Wie gesagt, er fährt. Ne? Also. Und der Schaden, wie gesagt, heimtückisch. Aber sehr interessant. Ich finde sowas interessant. Vielleicht da gar nicht ganz so normal. So. Jetzt zum Motor. Ja, was haben wir hier? Wie man hier sieht, der Motor ist ein ziemlich modern aufgerüsteter alter Skoda-Motor. Kein Zahnriemen. Völlig untypisch für VW. Ist ja ein VW-Modell letztendlich. Er hat keinen Zahnriemen, der hat eine Steuerkette. Scheint wohl im Deckel zu sein. Ja, der fährt gut, meine ich. Okay. Wenn man jetzt hier sieht, haben wir Wasser im Öl und Öl im Wasser. Wir haben hier aber einen beginnenden Schaden. Ne? Das geht noch schlimmer. Das unterscheidet sich dann doch erheblich von der Kurzstreckenproblematik. Wir haben also keinen Zahnriemen. Wir haben eine Steuerkette. Wir haben oben im Zylinderkopf keine Nockenwelle. Die ist unten liegend. Das bedeutet, wir haben hier die Zylinderkopfdichtung kaputt. Warum ist das so? Die Zylinderkopfdichtung bei diesem Motor zwischen 100 und 130.000 Kilometern ist sie schlicht fällig. Und zwar hat VW da einen sagenhaften Müll eingebaut. Ja, einen sagenhaften Müll eingebaut, der knapp 100.000 hielt und das war's dann. So. Dieses immer wiederkehrende Tickern, wenn Wasser durch die Hydrostößel fließt, also mit Wasser vermengtes Öl, mag er das nicht. Die Steuerkette ist ruhig. Ziemlich ruhig. Scheint keine Problematik mit Überhitzen zu haben, also er scheint wirklich im Anfangsstadium zu sein. Ja, was macht man jetzt? Zylinderkopfdichtung wechseln. Wir brauchen also keine Steuerkette runternehmen, wir brauchen keine Nockenwelle ausbauen. Hier oben ist eine Kipphebelwelle drin. Ihr könnt das bei meinem Land Rover sehen. Ne? Wenn der, wo ich den Zylinderkopf gewechselt habe. Hier oben ist wie gesagt keine Nockenwelle drin. Die Steuerkette ist seitlich unter dem Block, ungefähr da. Hinter. Und ja.
Das bedeutet, man kann den ganzen Kram relativ leicht zerlegen. Ich werde morgen, nachdem ich gleich irgendwo mal hoffentlich den Motorkennbuchstaben gefunden habe, morgen hole ich eine Zylinderkopfdichtung, einen Satz Zylinderkopfschrauben und dann repariere ich den Wagen. Der hat noch bis September TÜV, der kommt auch noch mal drüber. Ich habe mir den von unten angeguckt. Da ist nichts Großartiges dran. Hm? Ja, und wie gesagt, das Kühlmittel geht eigentlich noch. Da sind ein paar Schlieren drin, ja. Aber wie gesagt, das ist Anfangsstadium. Das ist alles noch nicht schlimm. Alles noch machbar. Ich mach den mal aus jetzt. Jetzt weiß ich, was damit los ist. Die Batterie ist auch am Ende. Ja. Kühlmittel muss neu, logisch. Öl muss neu, Filter muss neu. Eine komplette Inspektion, neue Zylinderkopfdichtung, neue Schrauben. Wir werden den Kopf angucken, aber die sind total unauffällig. Ne? Das ist wirklich älteste Technik aus den 80ern. Nur VW hat da wirklich Sollbruchstellen eingebaut. Die Kette, 100.000 Kilometer. Der hat jetzt 123.000 Kilometer, ergo, die muss schon mal gewechselt worden sein. Eine Sauarbeit, muss die Ölwanne für runter. Im Skoda Favorit war der auch drin, mit 68 PS. Der ist jetzt natürlich auf Euro 4 hochgerüstet. Ne? So viel zum Thema, wir müssen unbedingt folgenden Motor bauen, damit ihr Euro Schlag mich tot kriegt. Das ist ein Motor mit einer unterliegenden Nockenwelle, der Euro 4 hat. Ne? Also die Technik ist noch lange nicht am Ende. Das ist halt so. Auch die Abgasreinigung ist noch lange nicht am Ende. Jetzt nimm mal einen modernen Motor, was du da rausholen kannst, ne? Wenn du den hier schon auf Euro 4 kriegst. Ja, im Grunde genommen ist das harmlos. Wir sehen hier schon die ersten Kopfschrauben. Wie gesagt, wie bei meinem Land Rover. Hier drunter sind noch welche. Und alles nicht so wild. Ne? Einmal, zweimal. Danach gibt es natürlich eine Motorspülung und eine Kühlmittelspülung. Das Problem an diesen Defekten ist, Öl schmiert nicht besonders gut, wenn Wasser drin ist, und Wasser kühlt nicht besonders gut, wenn Öl mit drin ist. Deswegen hier dieses Anfangsstadiums. Diese Anfangsstadium-Problematik ist keine Problematik. Ich finde es gut, dass es erst das Anfangsstadium ist, dieses Defektes. Ja. Ventildeckeldichtung, ja, der hätte auch öfter mal einen Ölwechsel kriegen können, ehrlich gesagt. Aber angeblich hat er Jahrzehnte, wie viel hat er? 100.000 Kilometer? Nächster Motorenölwechsel. 120.000 Kilometer. Alter, da hast du dich aber vertan. Bei 117.000, der hat gerade frisches Öl gekriegt. Ne? 123 haben wir jetzt. Und bei 237.000 den nächsten. Bin begeistert. Ja gut, egal, jetzt erstmal. Hier oben ist die Kipphebewelle. Stoßstangen. Ja, das sind Stoßstangen, nicht Stößelstangen. Die werden gestoßen, nicht gestößelt. Hydrostößel haben wir auch. Deswegen, hier ist die Kipphebelwelle. Hier zwischen seht ihr schon die anderen Kopfschrauben. Harmlos, wirklich harmlos. Ne? Also wenn ihr einen Skoda Fabia angeboten kriegt mit Wasser im Öl und Öl im Wasser, mit dem Motor, bitte, kauft das Ding. Das ist ein Motor, der wird euch noch 10, 15 Jahre begleiten.
total einfach zu reparieren. Wirklich keine auffälligen Defekte großartig. Es kann doch höchstens passieren, dass bei 200.000 nochmal die Kette wehrfällig ist, aber meistens bauen die dann Ketten ein, die wirklich besser sind. Alle Zubehörketten sind zum Beispiel besser als die, die VW da damals eingebaut hat. Wie auch die Zylinderkopfdichtung. Wie auch die Zylinderkopfschrauben und so weiter und so weiter. Hier sind Sollbruchstellen eingebaut worden. Dieses Auto sollte 100.000 Kilometer laufen und dann auseinanderfallen. Das ist kein Witz. Man kann es sehen, es ist nachgewiesen, es ist so. Und so baut VW heutzutage ebenfalls seine Autos. Mit Sollbruchstellen. Die sollen kaputt gehen. Das hier ist ein Motor, der geht normalerweise nicht kaputt. Ich weiß nicht, wo sind meine Ostdeutschen? Wartet ihr Skodas oder sowas in der Richtung? Welche Defekte hatten diese Motoren? Wenn du die richtig getreten hast, okay, wenn du richtig brutal da drauf getreten hast, dann hast du irgendwann die Kopfdichtung gehabt. So, und Skoda Favorit, ebenfalls 68 PS, konntest du machen, was du wolltest, das ging nicht kaputt. Die Karosserie ist dir unterm Arsch weggegammelt, aber das ging weiter. So, und dann kam VW. Dann kam ein neues Modell, Skoda Fabia, den haben wir hier vor uns stehen. Der Motor und komischerweise zwei gravierende Problematiken. Eine minderwertige Steuerkette, eine minderwertige Zylinderkopfdichtung. Bezeichnend, oder? Deswegen sage ich ja, ich will kein neues Auto haben. Alles nach 2000 ist, das ist ein 2002er, ne? Man kann es doch beherrschen, ne? Die Sollbruchstellen, die eingebaut wurden. Aber es ist interessant und teilweise wirklich etwas witzig, was sich da so einige Hersteller trauen. Wirklich sehr eigenartig. Ja? Man siehe den seligen Golf TDI, den Dreier Golf. Die Karosserie lebt schon lange nicht mehr, da fährt der Motor noch ewig. Ja? 1,9er TDI, das ist ein Klassiker. 2 Liter TDI, TDI Pumpe Düse. Zack, Sollbruchstellen. Ja? Also immer schön als oben in den Kopf eingearbeitet, etc. etc. T4, ein Ewigkeitsfahrzeug. 5, 6, 700.000 Kilometer, 800.000 Kilometer mit dem TDI. Kein Ding. Vielleicht mal zwischendurch eine Einspritzpumpe. Nicht die Welt. T5 TDI, 2,5 Liter. Hatten wir hier. Habe ich ganz schnell verscherbelt, das Ding mit den Stirnrädern. Ist, glaube ich, der alte Touareg-Motor da drin. Und der war im Touareg schon eine Katastrophe. Okay. Ich habe euch bis jetzt erzählt, was kaputt ist. Ab morgen geht's los. Auf die Schnelle reparieren das Ding. Und wirklich auf die Schnelle. Das ist wirklich keine komplizierte Reparatur bei dem Auto. Ich habe es noch nie gemacht. Aber wie gesagt, da ist keine Nockenwelle drin. Das hier ist die Kipphebelwelle. Und wie man hier formschön sieht, da sind die Kipphebel. Zu Deutsch, ich werde hier nichts verstellen. Ich werde das einfach so rausheben und so wieder einbauen. Und dann wird er auch genau so wieder laufen. Mit einer neuen Zylinderkopfdichtung. Ja, morgen, nachdem ich jetzt gleich irgendwo hier, wird ja wohl hoffentlich der Motorkennbuchstabe stehen. Es gibt zwei verschiedene Varianten. Und dann werde ich morgen Teile holen. Die sind alle lieferbar. Auch wieder mal bezeichnet. Ich denke mal, ich werde so mit knapp 80 Euro Teilen auskommen. Ist wirklich billig. Und das von einem, ne, Erstausrüster Zulieferer. Kein Schund einbauen, dann fährt er länger. Außerdem kann ich dem dann auf die Füße treten, wenn es doch kaputt geht. So, irgendwo muss der Motorkennbuchstabe hier stehen. Ah, guck mal hier. Was haben wir denn da? AZF. Okay, und damit wünsche ich euch noch was. Eine schöne Woche. Bis zum nächsten Video.